Willkommen bei zur Vorschau. Im heutigen Video sehen wir uns die besten PS4-Lenkrad-Tests an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Langlebigkeit und mehr aufzulisten. Wenn du den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchtest, kannst du die Links in der Beschreibung anklicken. Legen wir jetzt also am besten gleich mit der Liste los. Angefangen auf Platz Nummer 5 haben wir der CSL PS4. Das neue RWA Apex ist das erste Lenkrad, das von Gamern für Gamer entwickelt wurde. Das ergonomische Design des RWA Apex sorgt für ein komfortables Spielerlebnis und ermöglicht es ihnen, mit mehr Präzision als je zuvor zu spielen. Es verfügt über einen einstellbaren Drehwinkel und voll programmierbare Tasten, die mit unserer kostenlosen PC-Software nach Belieben konfiguriert werden können. Die Steuerung, das Bedienfeld ist abnehmbar und verfügt über einen eingebauten Speicherkartenleser, einen Audioeingang für Soundmixer, CASC-Zubehör und Unterstützung für das Kraken Studio Pedal. Der RWA Apex verfügt außerdem über ein Metall-Gaspedal, das für ein realistischeres Rennerlebnis sorgt. Nummer 4 ist der RWA Racing. Racing Wheel Apex ist ein Lenkrad für PS4, PS3 und PC, das von RWA komplett neu entwickelt und hergestellt wird. Es ist mit allen Rennspielen auf PS4, PS3 und PC kompatibel, die die Verwendung eines Lenkrads unterstützen. Racing Wheel Apex hat einen Drehwinkel von 270 Grad und ist vollständig programmierbar. Die Größe des Lenkrads ist identisch mit der Größe der meisten Rennwagen, so dass sie das echte Gefühl beim Fahren ihres virtuellen Autos bekommen. Zwei Pedale mit großem Federweg für optimale Kontrolle und echtes Rennfeeling. Ein Pedal ist vollständig anpassbar und unterstützt Standardbremsen, Kupplungs- und Drosselklappensimulationen. Das Bremspedal ist außerdem mit einer Schraube zur Einstellung der Todzone ausgestattet, damit der Benutzer es nach seinen Vorlieben einstellen kann. Platz Nummer 3 haben wir der Thrustmaster. Das Thrustmaster T150 Ferrari Wheel Force Feedback ist ein offiziell lizenziertes Rennlenkrad für PlayStation 4 und PlayStation 3, das unvergleichlichen Realismus, Qualität und Haltbarkeit bietet. Die 1080 Grad Force Feedback Basis mit Immersion Touch Sense Technologie sorgt für ein realistisches Erlebnis, während das kompatible Pedalset mit einstellbarem Neigungswinkel die Anpassung an ihre Fahrvorlieben ermöglicht. Mit den großen Schaltwippen am Lenker, die zu 100% aus Metall bestehen, können Sie die Gänge schnell und einfach wechseln, während der optimierte Pedalsatz mit progressivem Widerstand auf dem Bremspedal für präzise Kontrolle sorgt. Der T150 ist auch mit dem separat erhältlichen Thrustmaster-Zubehör wie dem Gear Shift kompatibel. Nummer 2 ist der Logitech. Das Logitech G29 Driving Force Rennlenkrad ist die perfekte Lösung für PlayStation 5, PS4 und PC-Spiele. Es verfügt über einen Dual-Motor-Mechanismus, um ein realistischeres Spielerlebnis zu bieten. Das Logitech G29 Racing Wheel verfügt über eine leistungsstärke Bodenpedaleinheit mit nichtlinearem Bremspedal, die auf jeder Art von Oberfläche verwendet werden kann und eine lange Produktlebensdauer bietet. Die Kunden werden das reaktionsschnelle Force-Feedback lieben, das durch den Dual-Motor-Mechanismus in diesem Logitech G29 Racing Wheel entsteht. Dieses Logitech G29 Racing Wheel hat auch eine beeindruckende Liste von Funktionen. Rutschfeste Gummipedale mit langlebigen Mechanismen aus rostfreiem Stahl, Raute 3-Pedal-Design. Das Lösen der Kupplung erfordert einen kräftigen Druck, aber sie kehrt automatisch zurück, sobald Sie den Fuß wegnehmen. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, der Sony. Der Sony ist ein leistungsstarker Verstärker, der die perfekte Lösung für das Hören von Schallplatten und das Streaming von Musik darstellt. Dieser Stereo-Receiver verfügt über Bluetooth mit Standby-Funktion, sodass Sie sofort eine Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet herstellen können. Über den Phono-Eingang können Sie Ihren Plattenspieler anschließen und Vinyl-Sessions genießen, während Sie über die 4 analogen Anschlüsse Zugang zu anderen Audioquellen erhalten. Außerdem gibt es 3 digitale Eingänge für den Anschluss von Geräten wie einem CD-Player oder TV-Tuner. Die Steuerung erfolgt über die vielseitige Fernbedienung oder die Tasten an der Vorderseite des Receivers. Wie immer findest du alle Links zu diesen Produkten in der Beschreibung unten.
Danke fürs Ansehen und wenn du dieses Video nützlich gefunden hast, gib ihm doch ein Like und teile es. Und vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr coole Videos wie dieses.